Die US-Schauspielerin Rachel Welch galt als eine der am meisten fotografierten Schönheiten Hollywoods. Eine Million Jahre vor unserer Zeit. Jetzt ist die US-Schauspielerin mit 82 Jahren gestorben. Rachel Welch ist 1940 geboren und starb am 15. Februar 2023. Die US-Schauspielerin ist gestorben. Das berichten nun verschiedene Medien unter Berufung auf ihr Management. Welch, die vor allem in den 1960er und 70er Jahren Kinoerfolge feierte und als eine der am meist fotografierten Hollywood-Schönheiten galt, sei nach einer kurzen Krankheit nun im Alter von 82 Jahren gestorben. Genau das teilte ihr Management der Nachrichtenagentur dpa mit. Den Durchbruch feierte die 1940 in Chicago als Jo Rachel Tejada geborene Welch im Jahr 1966 in dem Steinzeit-Hit Eine Million Jahre. Vor unserer Zeit. Als leicht bekleidetes Höhlenmädchen Loana wurde die damals 26-Jährige über eine sehr lange Nachwe zu einem Sexsymbol. Zuvor hatte Welch aber mehrere kleine Rollen gespielt, doch danach feierte sie die Kinoerfolge. Dann drehte sie nun mit Hollywood-Größen wie James Stewart, Frank Sinatra, John Huston, Burt Reynolds. Ihr Comedy-Talent bewies sie in dem netten Streifen Die drei Musketiere von 1973, für den sie den Golden Globe als beste Comedy-Darstellerin erhielt. Welch war insgesamt viermal verheiratet und viermal geschieden. Aus ihrer ersten Ehe stammen gleich zwei Kinder. Welch spielte auch in dem Film Das älteste Gewerbe von 1967 sowie in der Komödie 33 und ein Drittel von 1994 mit. Jetzt haben wir leider schon wieder etwas zu Ende gemacht. Hahaha. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ende.